Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darksiders, wo wir immer noch damit beschäftigt sind, den guten Azrael zu befreien aus seinem Gefängnis, damit er uns hilft, zu Straga zu gelangen und damit wir alle kaputt haben können. So sieht's halt nun mal aus, so. Okay. Aha, okay. Das ist awesome. Awesome. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo muss das denn hin? Ja, wird jetzt irgendwie nicht so angezeigt. Dich, ach so, ach scheiße, warte mal. Okay, ich muss, glaube ich, eh dann nochmal da hoch irgendwie. Weil das wird ja so nicht funktionieren, auf Anhieb. Ich muss jetzt die nämlich so ausrichten. Ist das halt da? Wo ist denn die Kacktreppe jetzt? Da. Da muss es hin. Das heißt, ich komme damit natürlich nicht sehr weit. Weil da ist was im Weg. Und das ist auch gar nicht die Richtung der Treppe. So, na dann. Wollen wir mal uns an dieses Rätsel wagen? Was das schon mal bedeutet, das ist, glaube ich, die falsche Richtung. Ich glaube, warte mal. Es wäre toll, weil eigentlich kann ich die nämlich auch wieder schließen. Ja. Ah, cool. Sehr nice. Wenn ich jetzt das öffne, ne, pass auf. Zack. Ist natürlich das Ding jetzt erstmal im Weg. Das ziehen wir mal eben weg. Kein Problem. Zack. Müsste genau darauf kommen. Jetzt muss ich die beiden aber erstmal runterbekommen. Hm. Das ist nämlich erstmal das Problem. Also nicht das... Naja, wobei das Problem ist es jetzt nicht. Ich kann einfach mal einen auf den machen. Jetzt ist natürlich erstmal das schöne Funkellicht weg, aber... Das bekommen wir irgendwie schon wieder hin. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. So, das will ich eigentlich gerne wieder ausmachen. Jawohl. So. Jetzt ist das unten. Jetzt muss es gucken. Ich glaube, das geht so gar nicht mehr an. Ne? Ich habe, glaube ich, ein kleines Problem jetzt. Geht das so an? Ah doch, guck mal, geht. Wunderbar. So. So läuft der Hase. Ganz easy. So. Ich dachte, da muss man mehr hin und her und dies und das, aber nee, ist ja ganz einfach. Ja. Das ist genau das Richtige für mich. Ich muss kämpfen, glaube ich, ne? Ja, kommt. Ich weiß, ihr wollt es. Wollt ihr es nicht? Ihr wollt es nicht? Na, das finde ich jetzt aber komisch. So, dann natürlich das wieder öffnen. Jetzt muss ich natürlich, zack, den öffnen. Okay, weil pass auf, jetzt geht es nämlich folgendermaßen ab hier. Eigentlich ganz einfach, wenn ich jetzt rüberspringen kann. Nein, das kann ich jetzt nicht. Wenn ich gleich rüberspringen kann, springe ich rüber. Dann muss ich halt nur die beiden Portale in der Mitte öffnen. Und schon läuft der Shit. Das Ding ist nämlich auf. Jetzt muss ich das da hinten eigentlich schließen. Das geht so jetzt leider nicht. Kein Thema. Öffne ich erstmal das. Guck mal kurz hier. Gut, das noch geöffnet. Wunderbar. Das Ding ist, wie mache ich denn? Achso, genau. Warte mal. Zack. Dann machen wir das hier zu. Ich habe gesagt, wir machen das zu. Krieg. Höre mir doch mal zu, wenn ich was mit dir berede hier. Dann machen wir nämlich... Ja. Genau das machen wir dann. Nicht anscheinend. So, wenn das jetzt zurückkommt, mache ich hier den Portal auf und dann sind wir aber happy. Dann sind wir so glücklich wie ein Happy Hippo. Wie bekomme ich diese Truhe? Geht jetzt das Ding...
Ach, jetzt muss ich hier auch noch umleiten. Es wird ja immer schöner. So. Na gut. So, ah, okay, dann das muss hoch. Das hier hin. Und das macht das irgendwo anders hin. Dann wird das schon irgendwie funktionieren. So, dann brauche ich erstmal wieder das Häkchen. Das kleine Häkchen. Das hier ist. Mal für die Pistole, weil die brauche ich jetzt nämlich nicht. So, ich möchte eigentlich gerne da lang. Denn dann komme ich zum einen an diese wunderhübsche Truhe. So, Mama, das geht doch aber dann da lang. Ach so. Ah, sehr clever. Okay. Öffnen. Ach, Mann, du sollst das nehmen. Öffnen kann ich mir die, glaube ich, schon. Einmal da und einmal da. Aha, interessant. Hat ja super funktioniert. Danke. So, dann. Das muss nach oben. Shit, da komme ich so nicht ran. Das ist jetzt. Ah, das ist doch kacke. Ich denke aber nicht, dass sie ewig oben bleiben, ne? Kurz gucken. Wobei. Oder die bleiben recht lange einfach nur oben. Ah, okay. Es würde aber theoretisch reichen. Es sieht zumindest danach aus. Um sich, wenn ich das jetzt schnell genug hinkriege, sich rüber zu schwingen. Komm schon, da. Krieg, hallo. Ja. So. Und schnell, schnell, schnell. Zack, los, 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 los. Go, go, go. Läuft. Na, das ging ja noch gerade mal so gut. So, hat auch funktioniert. Jetzt müssen wir natürlich wieder runter. Und ein bisschen weiter Lichtspiele machen. Finde man diese Lichtlätsel. Die Lichtlätsel sind immer sehr schön. Muss ich sagen. Muss ich so sagen. So, jetzt weiß ich gar nicht. So. Ne, wo bin ich denn jetzt? Das habe ich schon wieder total vergessen. Wo wir jetzt hinkommen. Aha. Interessant hier. Speichert das und gibt es wahrscheinlich dann gleich hier wieder frei, ne? Na. Weil man war auf der Rückseite nicht was. Ist ja bestimmt, ja, guck mal, da ist doch auch so ein Teil. So, dann kann ich nämlich mal runterjumpen, weil ich nämlich gucken muss. Ah. Leite die Strahlen. Ja, Junge, jetzt nerven, ich bin noch dabei, ey. Alte Nervensäge. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert jetzt. Wir werden es gleich sehen. Nö. Achso, wir müssen. Achso. Okay. Also ich glaube, das funktioniert sowieso. Wobei. Vielleicht doch. Mal gucken. Jawohl. Funktioniert. Das Universum ist krank, Reiter. Der feurige Rat weigert sich, das zuzugeben. Aber jene, die genau hinschauen, sehen das. Wir mussten etwas tun. Ein offener Angriff auf das Dunkle Reich würde bedeuten, den Pakt zu brechen. Was du vorschlägst, ist Wahnsinn! Azrael, das Böse verfinstert jeden Winkel der Schöpfung. Und der Himmel wartet? Der Rat bindet uns die Hände. Wer ihn in Frage stellt, zweifelt am Schöpfer. Meinst du wirklich, du weißt es besser? Ja, alter Freund. Weiß ich. Wenn die Siegel gebrochen sind, wird die Hölle ihre Auserwählten schicken, um den Krieg zu erklären. Ihre Anführer werden sich an einem Ort versammeln und dort werden wir der Bestie den Kopf abschlagen.
Die Höllenwache steht bereit. Aber das Brechen der Siegel wird den Endkrieg auslösen. Das Reich der Menschheit ist noch nicht stark genug. Die Erde wird vernichtet werden. Nein, es wird keinen Krieg geben, Azrael. Wir werden die Dunklen zerschlagen, bevor er beginnen kann. Der Pakt ist ein heiliges Abkommen. Selbst wenn wir siegen, werden wir uns dem Zorn des Rates aussetzen. Sie werden ankommen und die Siegel intakt vorfinden. Und es wird unser Wort, das Wort des Himmels, gegen das des Prinzen der Lüge stehen. Verstehst du jetzt? Die Siegel werden neu gegossen. Alle werden glauben, dass die Legionen der Hölle angegriffen haben und durch uns der Gerechtigkeit zugeführt wurden. Zum Ruhme des Lichtes wirst du es tun. O Azrael, du alter Narr. Wir haben alle bis auf eines gebrochen. Abaddon befahl, dass das letzte Siegel nicht beschädigt werden darf. Er hat es persönlich verteidigt. Bist du sicher? Ohne Frage. Wir haben es gewagt, die Reiter nicht mit einzubeziehen. Wir hätten uns nie träumen lassen, dass wir es müssten, bis es zu spät war. Und doch muss ich jetzt den Preis für euren Betrug zahlen. Verrat! Krieg! Finde heraus, wer daran beteiligt ist! Lass sie bezahlen! Fang mit diesem an! Nein. Na, du verweigerst dich dem Willen des Rates? Du hast die Beichte des Engels gehört. Mein Dienst für den Rat ist beendet. Wir haben dich geschaffen. Du gehörst uns. Du bist nicht fertig, bis du den Zerstörer gefunden und erledigt hast. Gleichgewicht, weißt du noch? Steh auf. Azrael lebt, bis er nicht mehr von Nutzen ist. Danach wirst du deine Pflicht erfüllen. Damit haben wir etwas Licht ins Dunkel gebracht. So, jetzt muss ich natürlich noch ein Stückchen weiter nach oben. Mal gucken, wie das jetzt funktionieren soll. Okay, da kommen wir schon mal nicht hoch. Dann bin ich frei. Ja, Moment. Ich muss ja erstmal jetzt hier checken, was abgeht. Verstehst du? Ja. So. Das kann man so schon mal stehen lassen. Achso, richtig. Zack. Zack. Jetzt geh doch mal hier hoch. Dann hier rüber. So, dann kann ich mich jetzt hier drauf springen und ich glaube noch ein bisschen weiter nach. Hallo? Ja, ist ja gut, halt die Backen. Ich glaube, auf das Ding kann ich drauf, ne? Ja. Naja, sieht gut aus. So, dann. Hops. Oder festhalten ist auch okay. Interessant, also Abaddon, Azrael und natürlich Ultan hieß er, ne? Der schwarze Hammer. Die waren es. Jetzt ist mein Problem. Fuck, wo war ich denn jetzt schon und wo nicht? Achso, hier war ich, weil weiter konnte ich nicht. Wie komme ich denn jetzt weiter hoch? Ja, die Tür habe ich schon benutzt. Das ist nicht so sonderlich spannend, da komme ich auch nicht weiter. Fuck. Das ist jetzt echt gute Frage, wie komme ich denn jetzt hier weiter hoch? Ich kann mich ja noch ein paar Mal im Kreis drehen, vielleicht bringt das was. Auch wenn ich, da muss ich hin, ne? Moment.
Das geht doch viel, viel einfacher, oder? Ist das nicht auf der Höhe von der Tür, die ich dann nutzen muss? Nee, das... Oder? Ich meine, es wäre ein Versuch. Ich müsste da oben eigentlich eher hin, weil das ist... Nee, das ist zu tief. Man sieht aber auch gar nichts, ne? Ich sehe nicht, ob da irgendwo noch so ein Ding ist oder nicht. So, keine Ahnung, was das bringen soll. Vielleicht schaffe ich es. Ich probiere es einfach, weil was soll ich anderes machen, ne? Was soll ich denn sonst machen? Probieren das mal so, wenn... Ja gut, aber ich sehe ja nur eine Kante. Ich sehe ja nicht mal eine Tür, oder? Vielleicht werde ich rausgeschossen und kann mich an der Kante festhalten. Ja, das ist jetzt natürlich kacke. Jetzt muss ich warten. Da wäre sie gewesen. Aber es funktioniert eh nicht. Ja, es wird so nicht funktionieren. Das ist echt ein bisschen blöd. Jetzt kann ich aber mal hier kurz gucken. Ja, guck mal, da außen gibt es nämlich noch so ein Ding. Scheiße. Komme ich gar nicht ran, ey. Nicht von hier zumindest vielleicht. Oder? Letzter Strahl, dann bin ich frei. Ich komme da nicht drauf. Das ist echt, vor allem bin ich hier total falsch. Ich muss dann hier runter. Letzter Strahl, dann bin ich frei. Ich muss irgendwie ja da hoch und da oben gab es ja noch so ein Portal-Ding. Vielleicht hilft mir das weiter. Wir werden es gleich erfahren. Das Doofe ist, man kann auch immer nicht so hoch zielen, ey. Das ist voll blöd. Ich muss das Ding genau hier treffen. Sonst habe ich es verpasst. Ach, ich weiß gar nicht, auf welcher Ebene das jetzt kommt. Das kann nämlich auch da ganz oben kommen. Dann werde ich es von hier wahrscheinlich auch gar nicht treffen können. Ja, und so ist es auch. Toll. Das ist ja fantastisch. Jetzt hier noch so ein Teil? Nee. Das ist blöd. Das ist blöd, weil so hoch kann der leider nicht zielen. Da kriegt er einen steifen Nacken von der gute Krieg. Ja, das ist jetzt doof. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier weiterkommen soll. Oh. Kann ich hier rauf? Ja. Boah, ist das dumm, war, dass der so nicht zielen kann, so hoch. Vielleicht von hier, aber nee, das ist scheiße. Ich krieg das halt nicht richtig drauf, das Ding, ne? Das ist halt ein bisschen scheiße, weil das dann schon weggedreht wieder ist, wenn ich es abschießen könnte. Das würde mir aber was bringen, dann kann ich halt wenigstens da runter, zack, und dann kann ich da drauf landen. Das würde schon irgendwie gehen. Deswegen bin ich gar nicht da, sondern da. Ah, scheiße. Das ist echt dumm, ey. Das ist echt blöd. Nee. Ich krieg das so nicht aktiviert, den Scheiß. Jetzt sehe ich von hier irgendwie eine andere Perspektive. Ich möchte es bezweifeln. Naja, das ist genau dasselbe in Grün. Ja, das ist ja doof. Aber irgendwie geht das doch. Muss doch eigentlich relativ einfach gehen. Das ist doch... Hier habe ich das. Das bringt mir aber mal gar nichts. Ja, dann muss ich zum Schluss hin, weil da auch noch ein Leuchtending ist. Ich muss erstmal hier auf die Ebene kommen. Das schaffe ich aber nicht. Oder ich weiß nicht wie, sagen wir es mal so. Warte mal kurz.
Mal kurz was probieren. Komme ich da hin? Jawohl. Okay. Ach, Moment. Guck mal. Zack. Hopp. Ja, Mensch. Jetzt. Gut. Jetzt bin ich auch da oben. Ging eigentlich ganz simpel. Naja, man kann es auch manchmal schwer machen. Ich habe es halt nicht gesehen. Aber ich werde an der Stelle die Folge beenden. Juhu! Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich natürlich wieder. Bis dahin. Haut rein, Leute!